Ich möchte nur nicht, dass das hier, ja, ich bin garantiert kein Dritter Welt. Abwart, nochmal. Ich hasse die Dritte Welt, die wähle ich nicht. Spitzen rausnehmen und dann wieder laut machen, so, aber dann ist halt der ganze Podcast einfach leiser. Das ist der Undertaker-Effekt. Kennst du den? Nee. Weil alle Profi-Wrestler immer so geschrien haben früher: Next Saturday at Steel Cage, I'm going to kill you. Und Undertaker hat gesagt, er macht es andersrum. Er spricht eher sehr leise, dass die Menschen und langsam, dass die Menschen sich nach vorn beugen, um ihn zu hören. Der Undertaker. Und dann gibt er eine Kopfnuss mit. Genau. Ja. Und du bist quasi der Hulk Hogan, der Macho Man, und brüllst die Menschen an. Ja. Oh, Holocaust. Und nicht so: Robin, ja, wir haben auch Moral hier. Genau so ist es. Alle hören mir zu und dir nicht mehr. Ja, vor allem hören gerade uns ganz viele Leute toll hören Brennpunkt Eloquenz. Eloquenz. Willkommen zum Brennpunkt 131, 131. Letzte Woche gab es die erfolgreiche, wie ich finde, also qualitativ zumindest, ja, Ausgabe 130 mit einer Straßenumfrage. Wir haben die Menschen in Weimar oder die nach Weimar gefahren sind, abgefragt zu ihrer politischen Meinung, wen sie nicht wählen würden, wen sie so mittelmäßig wählen würden und so weiter. Wen sie eher ignorieren würden und wer das noch nicht gehört hat, der sollte jetzt Pause machen und den Podcast von letzter Woche hören, denn der war großartig. Ja, ich fand den sogar besser als die 120. war das, glaube ich, wo wir einfach nur da an diesem Tisch saßen. War das 120 oder 110? Ich weiß es gar nicht. Denn da haben die Leute, glaube ich, ein bisschen Sorge gehabt mit diesem ganzen Setup, so mit Laptop und Kamera. Ach, du meinst Kamera. Am Frauenplan damals, genau, ja. Der Videopodcast. Stimmt. Ja. Ja, die Stimmen werden ja immer mal laut, dass immer Videopodcast sein soll, ich weiß auch nicht. Das geht nicht immer. Wir haben noch keine Zeit dafür. Ja, also die Datenbreite, die das irgendwie erfordert, das hochzuladen auch, ne? Ja, und auch Menschen, die uns dann schminken müssen vorher. Das ist ja alles Geld, was bezahlt werden muss. Und jetzt werden nur unsere Stimmen geschminkt von unserem Make-up-Team, aber noch unsere Gesichter schminken. Ja. Das geht nicht so einfach, Leute. Ja, das ist auch einfach, guck doch mal, wenn ich so ein kleines Video hochlade, so ein Videöchen, ja, das ist dann nicht so eine Belastung, aber wenn ich jedes Mal so eine 10-Gigabyte-Datei hochlade, da wird unser Podcast ganz schnell zum Bitcoin. Ja. Ja, und verschandelt die Umwelt. So, richtig gut. Aber ihr könnt euch ja auch einen für 20 Euro wünschen, einen Videopodcast zum Beispiel. Könnt ihr auch dazu schreiben, ihr oder? Ihr könnt euch für 20 Euro wünschen, dass wir die Umwelt mehr beschädigen, weil wir höheres Datenvolumen. Ich habe hier, glaube ich, eine Fliege drin. Ja, Proteine, bin oder? Bin mir nicht sicher. Ich habe hier eine Fliege in meinem Trinken. Schade. Ja, sieht so aus. Es sind sogar zwei, glaube ich. Oder ist die jetzt... Nee, ich sehe nur eine. Also ich sehe jetzt gerade zwei. Die kann man ja rausfischen. Kann man. Meine Kollegin hat letztens ein Bubble Tea getrunken und hat damit eine Wespe verschluckt. Also fast verschluckt, hat den Mund gehabt und dann ausgespuckt. Weil die Wespe in das Röhrchen reingeflogen Klingt ist. Wie bei The Pain von Metal Gear Solid 3, kennst du ja auch. Ja, genau. Ja. Ja. Als auch der Bubble Tea getrunken hat, der Hauptcharakter, und dann genau, gab es diese Biene... In dem Strohhalm, genau. Exakt so. Man. Guck mal, ich habe auch einen Stich hier. Alter. Ich weiß nicht, was es ist. Du weißt nicht, was es ist. Bremse, Mücke, aber es juckt wie tot. Das ist echt dreidimensional, ganz ja, schön. Ja, ne? Krass. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ach nee, das wird... Du bist geimpft. Die Sterbequote bei Geimpften ist... Nee, war da andersrum. Nur 1% aller Geimpften sind tot. Bis jetzt. Warte. Also alle Corona-Toten zusammengerechnet, 1% davon sind geimpft. So, also gab es verschiedene Quellen. Erstens ein Bundesstaat aus Amerika und zweitens in der ersten Hälfte 2021 in England, beziehungsweise aber United Kingdom. Laut Bendler sterben ja die Geimpften alle im September spätestens und noch ist er nicht durch. Ja, wir haben noch, wie viele Tage, noch einen halben Monat fast. Na, und warte mal ab, nächste Woche zieht der Wendler los mit dem Messer und macht es wahr. Vom Wendler ermordet zu werden, ist ja schon ein Tod, den ich akzeptieren würde. Ja. Also sowas wie, weiß ich nicht, beim Kacken irgendwie umfallen, was vielen Menschen passiert, weiß man gar nicht, aber viele Menschen sterben auf dem Klo. Auch Elvis Presley soll auf dem Klo gestorben sein. Mhm. Hat so einen Burger und eine Cola in der Hand gehabt, war kacken und es ist umgefallen einfach. Einfach umgefallen. Umgefallen, weil er gedrückt hat. Und viele Menschen sterben bei diesem Drückvorgang, der dann irgendwie so ein der Druck im Kopf macht. Man soll ja auch nicht drücken, man soll einfach locker lassen. Ja. In diesem Sinne ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Todesfalle wir sind Toni und Ronchi. Ja.
Bronchi, Babonchi, Oleg und Bolek. Und wir reden über die vergangene Woche, was so gewesen ist, was nicht gewesen ist, was hätte sein sollen. Ja, und ich bin auch der Meinung, dass nach der Wahl, also klar, Herr Rotes hat recht, nach der Wahl ist vor der Wahl. Ja. Ja. Aber nach der Wahl bin ich dafür, dass wir vielleicht mal versuchen, nicht mehr über so ein Laschet oder sowas zu reden, egal was da kommt. Naja, aber vielleicht mal eine Ausgabe. Aber wenn dann frisch darüber er gewählt ist, Laschet oder Scholz oder Baerbock, dann muss man schon darüber sprechen. Ja, oder? Also klar, der erste Podcast nach der Wahl, okay. Ja. Aber danach können wir vielleicht mal ganz kurz. Wenn es aber große durchatmen. Themen sind, wenn aber in der Woche gerade irgendwie Laschet irgendwie ein kleines Kind ins Gesicht tritt, so. Ignoriere ich dann. Okay. Ich nicht. Nee, weil diese Woche war schon wieder so, an jeder Stelle siehst du dieses hässliche Gesicht mit seinem Zunge rausgrinsen Ja. Und ich denke mir auch so, wir sind ja hier jetzt nicht per se der Politik-Podcast, ja, aber klar ist auch gerade Bundestagswahl, da muss man drüber reden, das muss man ja noch sagen dürfen. Wir reden über virale Hits, ja, und wenn aktuell Bundestagswahl ist und tausend Sachen von Baerbock, Scholz und Laschet viral gehen, ist es unser Job, darüber zu sprechen. Ja. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nicht den Podcast gehört von Rodas und dir. Ich kann also nicht, als er mich ersetzt hat, ich kann nicht wissen, ob ihr mich hergezogen habt, ob so irgendwas revealed worden ist, dass ich irgendwie verarscht worden bin, dass dir doch Roland heißt. Keine Ahnung. Ich überlege gerade selber. Nichts. Ich weiß es gerade gar nicht. Jetzt wollte ich was ganz anderes sagen. Oh, es tut mir leid. Ich hab dich unterbrochen. Scheiße. Ich weiß es wirklich nicht mehr. War bestimmt ganz wichtig. War ein guter Gag. Habt ihr jetzt alle verpasst, toll. Tut mir leid. Danke, Tino. Laschet. Oh fuck, es war, glaube ich, wirklich was Gutes. Also nicht Laschet, nee, was Gutes. Demnach nicht, nee. Es gab ja jetzt, hast du das gesehen mit den Kindern, die Kandidatinnen? Kinder habe ich nicht gesehen. Ach so. Kinder hasse ich. Ja, ich auch, aber es ging viral, das ProSieben, ich glaube... Das war's, danke für dieses Stichwort. Gerne. Aha, haben wir den viralen Hitler eigentlich eingeführt, bevor Corona kam? Weil ja, ich glaub Corona schon. Ist ja eigentlich, also, ne, ist wir der, haben der ja. Der virale Hitler, ja. Ist ja literally viraler Hitler, also wirklich literally. Literally, ja? So, und also, das ist ja, also, wir haben Corona ja voraufbeschworen quasi, also, wir haben das gemacht. Corona ist der Hitler-Virus. Ja. Ich habe auch so Läden in Weimar gesehen, die solche Aufkleber haben. Es sieht aus wie so ein NSDAP-Symbol, aber statt Hakenkreuz ist halt dieses Coronavirus abgebildet. Mhm. Schwarz, weiß, rot. Ja, man könnte zum Beispiel jetzt sagen, die letzten anderthalb Jahre gab es einen Corona-Kaust. Ist Hitler zurück? Ist er zurück? Der virale Hitler. Ja. Ja, asozial. Wir beiden waren das damals, Tino, die in diesem chinesischen Labor, ja, ja am ja. Reagenzglas uns hier so einen Kurbel zurechtgezüchtet haben. Sollte eigentlich nur ein Merch-Artikel werden für den Brennpunkt, dass ich jeder so einen viralen Hitler holen kann. Und dann, naja, jetzt haben sie es mehr bekommen, als wir Hörer haben, aber dumm gelaufen. Und das Schlechte dabei ist, je besser unser viraler Hitler ist, desto weniger Hörer haben wir am Ende. Ja, genau. Das ist richtig dumm. Dummes Marketing. Was haben wir uns denn da überlegt? Von wegen, jedes Marketing ist gutes Marketing. Wenn deine Kunden wegsterben, ist auch blöd. Ja, das hat Trump auch irgendwann gemerkt. Sad. Ja. Kinder und Laschet, das war gerade das Thema, was ich zuletzt noch gelesen habe. Es gab nämlich von Late Night Berlin, also der Talkshow von, oder der Late Night Show von Klaas Häufer Umlauf, gab es das Format, dass kleine Kinder, also was heißt klein, die waren so 9 bis 11 irgendwie sowas in der Dreh, haben Laschet, Baerbock und Scholz Fragen gestellt und sehr naiv, natürlich aber mit Knopf im Ohr und so, hatten natürlich auch so richtige Menschen, die das Ding ja, vorgesagt haben. Eins so eine naive Frage war bestimmt, haltet ihr euch wirklich an eure Wahlversprechen? So eine Art. Also Laschet wurde wohl gefragt, warum er gelacht hat bei der Flutkatastrophe und ob Maaßen ein Nazi ist und so. Und Laschet ist so unsympathisch darüber gekommen, weißt du. Mhm. Der hat die Fragen ganz oft nicht beantwortet, ist fast ausgeflippt. Also du hast gemerkt, dass er richtig wütend wurde und inzwischen durch Luft holen muss, dass er diese Kinder nicht zusammentritt. Und hat auch nach 5-mal Nachfragen Fragen teilweise nicht beantwortet. Zum Beispiel, ob Maaßen ein Nazi ist. Maaßen ist ja der CDU-Kandidat in Südthüringen irgendwo und kuschelt aber mit AfDlern und mit Neonazis und auch Faschisten von irgendwelchen... So ein Kleinkind fragt, ist Maaßen ein Nazi? Ja. Okay. Die hatten halt Knöpfe im Ohr, wie alle Journalisten das so haben. Warum nicht auch bei Kindern so? Und da hat er immer gesagt, naja, es ist doch hier keine Maaßen-Veranstaltung, es geht ja jetzt nicht um Maaßen und so. Ja, aber was ist denn gut, was ist denn schlecht an ihm so? Oder was ist denn gut an ihm? Kann ich jetzt gerade nicht sagen, es geht ja jetzt nicht um Maaßen und so. Hat es nicht beantworten wollen, ob Maaßen rechts ist. Er sagte, Nazi ist zu viel gegriffen, aber die Frage, ob er rechts ist und was gut an ihm ist, hat er nicht geantwortet. Das ist eigentlich eine richtig gute Universalaussage.
Es geht ja hier gerade nicht. Der Interviewer stellt dir eine Frage, darum geht es ja jetzt gerade nicht. Stell dir vor, Hitler hätte so ein Interview gegeben, vergaßen sie Juden, um die geht's gerade nicht. Ja. Ich mache keine Werbeveranstaltung für Juden. Ja, Tino, um Podcast aufnehmen geht's hier gerade nicht. Also okay. Tschüss. Gut, dann gehe ich nach Hause. Ja, also ich habe da auch ein bisschen was gesehen, wie er zum Beispiel mit Kindern gesungen hat. Ich weiß nicht, war glaube ich dieses, wenn du fröhlich bist, dann stampfe mit dem Fuß oder wie sowas, irgendein Song. War ganz großartig, weil er so halbherzig mitsingt und wirklich unangenehm. Ich glaube, ich kann es auch mal raussuchen, vielleicht war es ein anderer Song. Und er wackelt so mit dem Fuß so ein bisschen im Rhythmus und ein TikTok ist das gewesen. Ja, hat mir Außenreporter Wachsel geschickt, aber ich habe es mittlerweile ganz überall gesehen. Aber er war der Erste. Und ich flieg wie ein Lied, wie ein Mittel mit Stein. Das ist richtig übel, Alter. Eieiei, wie so der alte Onkel Armin, der es im Rücken hat. Ja. Auf der Kinderdisco so ein bisschen mit animieren will. Ja, und dann fängt er an, so ganz leicht mitzusingen. Die Giraffe, groß. Richtig, richtig unangenehm, Alter. Aber ja, Greatest Hits auf Armin Laschet. Der wird gerade sehr durch die Mangel genommen. Es ist noch aufgeflogen, dass er zum Thema Ehe für alle gelogen haben soll. Er wollte damals auch gegen die Ehe für alle stimmen, hat er auch in einem Spiegel-Interview gesagt, dass er hätte wie Merkel dagegen gestimmt. Hat aber bei einem späteren Interview jetzt dieses Jahr behauptet, er hätte dafür gestimmt, dass es eine gute Sache wäre, die Ehe für alle. Also ist er beim Lügen erwischt worden, was er aber nicht wahrhaben will. Auch das wurde bei dem Kinderinterview abgefragt, ob er gelogen hat. Da meinte er, du hast einen Spiegel gelesen, glaube ich da nicht. Hast du einen Spiegel gelesen? Nö. Hat er nicht drauf geantwortet. Ja, dieses Lügending ist auch irgendwie gerade ganz großes Thema in der Politik. Da gab es auch so ein Kropala-Interview. Ganz komisch, ne? dass Lügen gerade so groß sind. Ja. In der Politik. Gerade beim Wahlkampf, ist übelst komisch. Ja, kennt man gar nicht. War das Kropala auch mit Kindern? Ich glaube, das war auch... Ja, Kropala von der AfD. Naja, das war erstens dieses, ich möchte, dass mehr Gedichte gelernt werden in der Schule. Genau, dann hat das Kind gefragt, was ist sein Lieblingsgedicht? Und er so, ja, mir fällt gerade keins ein. Fällt mir gerade gar keins ein. Er konnte nicht mal einen Erlkönig irgendwie aus sich rauspressen. So. Aber er mag Heinrich Heine, hat er gesagt, der von den Nazis damals verschleppt worden ist. Ist egal, ja. Ich mag auch Heinrich. Aber nicht Heine. Nee. Ja, aber darauf wollte ich nicht hinaus. Er hat irgendwie in so einem anderen Interview, glaube ich, noch gesagt, dass er das letzte Mal in seiner Kindheit gelogen hat. Ha! Und das ist also ganz, ganz honestly, ja? Also, ja. Come on. Also, was ist das denn? Wer soll dir das denn glauben? Jeder lügt mal, ja? Ob es der Tino von der AfD ist oder ob es der Tino ist von Brennpunkt, ja? Mhm. Das ist furchtbar, wenn Leute so heißen wie du, aber scheiße sind. Ja, wie Robin Williams, der ist nämlich tot. Ja. So, das ist Arsch ziemlich noch, scheiße. So ein Arsch. Robin Hood zum Beispiel, auch voll der Dieb, ja. Der linksradikale Versitzer. Ich habe noch nie was geklaut. Mhm. Und ich habe in meiner Kindheit das letzte Mal gelogen. Da gibt es so einen Brennpunkt, der anderes behauptet. Hallo? Ja, das auf jeden Fall Kropala. Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch was dazu sagen soll. Nee. Das Gedichte sind halt wack shit. Ich habe da auch immer keinen Bock drauf gehabt. Ich habe auch gerade gar keine irgendwelche Trielle oder irgendwas gesehen. Ich kenne nur so ein paar Ausschnitte von irgendwelchen Sachen. Weil es mich gerade irgendwie nicht juckt. Es ist alles so, es ist alles Kacke. Also ich weiß halt, wen ich wählen werde so. Und ich weiß irgendwie, wen ich gut finde und wen nicht. Und ich weiß nicht, es belastet mich gerade, das alles zu sehen mit Laschet, Scholz, Baerbock. Und auch dieses komische Viererduell mit Lindner, Weidel und noch zwei irgendwelche. Da war auch Kropala. Nee, war der nicht dabei? Der war wieder bei was anderem. Das war Weidel, ja. Da gab's auch noch CSU, so Billo. Ja, ist alles schwul. Da gab es auch noch mal so einen Moment irgendwie, wo Weidel wohl nur über dieses Pariser Abkommen geschimpft hat und so. Und dann meinte Christian Lindner ja an. Sie sind doch die AfD-Alternative. Sagen Sie doch mal was Alternatives, was Sie vorschlagen würden. Hat es aber auch nicht hingekriegt, irgendwie einen Gegenvorschlag zu machen. Das sehe ich mir ganz gerne mal an so Highlights, aber ich bin nicht mehr wie früher. Vor 4 Jahren hätte ich nur vor dem Rechner gesessen, hätte mir alle Trielle und Duelle angeschaut und alle Talkshows. Mache ich nicht mehr. Du würdest dir da wünschen, dass das eher wie Wrestling aufgezogen ist, oder? Dass die in den Ring steigen und sich da auf die Schnauze hauen. Ja, so King of the Ring-mäßig, weißt du? So ein Tournament irgendwie. Also wenn Alice Weidel Olaf Scholz irgendwie von so einem Käfig in so einen Tisch reinwamsen würde mit einer Powerbomb, da wäre ich aber auch dafür. Ja, auf jeden Fall, ja. Das würde ich mir angucken. Ja, aber Triell, da gab's Momente, Tito, ja.
Da wurde mal wieder der böse Kommunist durchs Dorf gepeitscht. Linksruck, Linksruck. Ja, Walter Ja. Lübcke wurde auch vom Linksruck erschossen. Die habe ich schon gesagt, hier, die ganzen linken Wähler wählen jetzt taktisch die Grünen. Dann ist die Linke raus aus dem Bundestag, aber die AfD mit 10% ist noch drin. Ist dann auch witzig. Nee, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass beim ersten Triell, das hast du auch nicht gesehen, oder Nee. was, da ist Baerbock als einzige zum Abschlussstatement vors Pult getreten. Oh. Oh. Und jetzt beim zweiten Triell haben das alle gemacht. Ja, siehst Hat du. einen richtig harten Trend gesettet. Da gab es garantiert ein Na zu Nachgespräch irgendwie von den Beratern und so. Ja, hast du gesehen, die Annalena, die geht da vors Pult. Mach du auch, Armin. Aber da kann ich dir echt sagen, beim ersten Triell, das Schlusswort vom Armin Laschet, das solltest du dir nochmal angucken. Das ist so richtig, also das ist eine Worthülse nach der anderen. Ja. Also es ist wirklich, spüren Sie den Wind der Veränderung im Wind, im Gesicht, mit dem wir uns mit Entschlossenheit entgegenstellen. Also selbst wenn man es Was? auseinandernimmt, ja, also es ergibt Was? überhaupt keinen Sinn. Er will sich dem Wind der Veränderung mit Entgegenstellen. Standhaftigkeit entgegenstellen. Das ist alles ganz, ganz komisch. Spüren Sie Und den Wind der Veränderung. Wir stellen uns diesem entgegen. es ist wirklich absolut null Eieiei. Inhalt. Und das, was du raushörst, ist dann auch noch irgendwie wahrscheinlich nicht so gemeint, wie er gesagt hat oder wie er sagen wollte. Man muss ja auch sagen, dass es Laschet doch sehr schwer hat, weil er ja aus Weil dieser. er einfach dumm ist, ja. Erstens das. Und zweitens diese. Weil seine Partei die letzten 16 Jahre regiert hat, weißt du? Und er musste irgendwie rechtfertigen, dass sie nicht alles schaffen konnten, was sie vorgenommen haben. So, das kann man ja irgendwie Das verstehen. waren die Kommunisten. Ja, die waren Diese schuld. 6% Linke, die Ja, Schweine, die haben im uns hier Bundestag, abgehalten, in der Opposition, wirklich genau. Fortschritt zu machen. Ach nee, wir wollen ja gar keinen Fortschritt. Wir wollen ja konservieren. Aber gerade kenne ich viele in meinem Freundeskreis, die nicht wissen, ob sie links oder grün wählen sollen, weil sie auf der einen Seite irgendwie die Grünen stärken wollen, aber die auch so ein bisschen Abstand halten zur Linken. Aber die Linke brauchen sie ja für Rot-Rot-Grün zum Beispiel. Das wünschen sich ja sehr viele. Also ich finde, taktisch wählen ist gut, aber man muss aufpassen, wie man das macht. Mal Ja, schauen. also Also ich ihr. werde die Partei wählen. Das weiß ich schon. Das ist Tradition bei mir. Ich zahle für den Verein, ich bin da noch Mitglied und die werde ich auf jeden Fall wählen. Das ist mein Beitrag zur Demokratie. Du bist ja verrückt, die eigene Aber Partei zu wählen. es gibt noch andere. Ich kenne Menschen aus der Partei, die wählen nicht die Partei zum Beispiel. Die wählen dann doch die Linke oder die Grünen oder die SPD oder so. Die ganz schlimm. Ich kenne Menschen, die wählen gar nicht mehr, weil die nämlich gestorben sind. Sad. Alter, und während ich das sage, fällt mir ein, irgendein, oh fuck, wer war denn das? Irgendein Celebrity ist die Woche gestorben und ich habe es schon wieder verdrängt. Celebrity. Ja, doch, warte. Ich kann mal zum Wikipedia Nekrolog Geh mal gucken. zum Nekrolog, aber vielleicht komme ich auch noch drauf. Ist echt witzig, weil der, Wikipedia Nekrolog. ich kenne die Person auf jeden Fall und ich habe es schon wieder vergessen. Hier ist die Definition von Nekrolog. Die will ich nicht wissen. Ja. Witzig. Also Omar von The Wire ist auf jeden Fall gestorben. Das war relativ überraschend, weil der erst irgendwie paar 50 war. Aber ich glaube, den meine ich nicht mal. Ich glaube, jemand Deutsches ist gestorben. Ich schau grad. Wer ist diese Woche gestorben.de? Ne, ich finde halt einige so, die man gar nicht kennt, so Ja, israelische eben. Bürgerrechtlerinnen und so. Mexikanischer Bischof. Hallo, wer ist hier gestorben? Don Collier ist Ach, gestorben. der, scheiße. Wer ist diese Woche gestorben? Gar nicht pietätlos. George Mraz. Verstorbene Stars. Jane Powell. Paul. Ja, war das vielleicht schon letzte Woche? Warte mal, Karl Dall ist tot. Ja, schon länger, ja. Scheiße, Alter. Ich finde jetzt hier keinen, den ich jetzt kenne. Norman Bailey, so ein Opernsänger, den kenne ich. Ja, auf jeden Fall Omar von The Wire. So ein Schauspieler. Don Collier oder? Nee, der ist ein anderer. Tiefe Trauer, Legende, Jane Ich habe The Powell. Wire nicht gesehen, tatsächlich. Hä? Irgendwer ist doch an Krebs gestorben. Das war doch nicht Omar, oder? War das der Omar? Der Rolling Stones Tourmanager stirbt bei Grabaushebung. Witzig. Was? Das ist witzig. Ist nicht der Rolling Stones Schlagzeuger gestorben? Ja, Das meine ich den? hatten wir ja auch.
Alter, das ist ja jetzt, also ich meine, kommt da einfach nicht hinterher, ne? Nee, so, das, wer alles stirbt hier? Wolf, Dieter Baumgartel. Naja, Eugen gut. Römer. Das war unser investigativer Teil. Joachim Pliese, ein deutscher Schauspieler. Wer ist denn der hier? Der ist auch tot. Walter Walter, Freiwald. na, schon länger. Waldi, na klar. Ja, gut. Also, jetzt wisst ihr Bescheid, Leute. Das ist ja echt traurig, dass ihr das so erfahren müsst. Wer aber auch gestorben ist, ist eine Person, eine Transperson, wobei das irgendwie nicht so ganz relevant ist, nur weil die Bild-Zeitung mal wieder irgendwie falsch gegendert hat oder vielleicht mit Absicht auch dann irgendwie gesagt hat, egal, auf dem Perso war wohl ein weiblicher Name, also ist egal. Ist eine Person hat sich angezündet in Berlin auf dem Alexanderplatz. Und da muss ich sagen, wenn ich in Berlin wohnen würde, also da würde ich wahrscheinlich auch zu solchen drastischen Mitteln greifen. Da war ich auch erst in Berlin Ja. von diesem Galeria Kaufhof. Ja. Und? 2 Tage später brennt da ein Mensch. Ja. Uncool. Und würdest du dich ja wohl auch anzünden, wenn du in Berlin wohnen müsstest, oder? Wenn ich's muss, ja. Also es ist schön, mal für 3 Tage da zu sein und da Franz zu treffen und Dion und so. Das war schon lustig, dass man die Weimarer Crew quasi in Berlin trifft. Mehr oder weniger zufällig. Aber wenn ich da wohnen müsste, würde ich mich nicht nur anzünden, ich würde mich auch einfrieren gleichzeitig. Ja, war auf jeden Fall wahrscheinlich ein hartes Event für die Leute, die das gesehen haben. Da gab es so einen Ersthelfer, der hat geredet wie Heinrich. Das fand ich sehr witzig. Der wurde dann so interviewt. Oh, Ja, und dann oh bin ich dann Gott. hingegangen und habe einen Feuerlöscher genommen. Und dann habe ich unterwegs den Stöpsel gezogen. Also, so, also Ja. ganz komisch irgendwie formuliert. Aber ey, das muss halt übelst hart sein. Da brennt halt einfach eine Person und du gehst dahin, löschst die. Also der ist halt zu irgendeinem Laden gerannt, hat einen Feuerlöscher geholt. Und die Person ist dann leider im Krankenhaus gestorben und es gibt keinen Grund, warum. Also wir wissen natürlich den Grund, aber offiziell gibt es noch keinen Grund, warum die Person sich Ich angezündet habe die hat. Schlagzeile nur gelesen auf irgendeinem Queer-Magazin, dass sich eine Transperson angezündet hat, aber ich weiß nicht warum, ich habe es noch nicht gelesen, weil ich dachte, ja, mach mich jetzt eher traurig, jetzt, dass es mich interessiert, so. Ja, das finde ich auch schon wieder befremdlich irgendwie. Warum ist das speziell eine Queer News, dass sich halt eine Transperson Na, es angezündet kann ja hat? schon ein Grund gewesen sein. Also ich weiß es überhaupt nicht. Kann ja sein, dass es irgendwie ein Hassverbrechen gab oder eine Diskriminierung. Aber zu diesem Zeitpunkt weiß es, soweit ich weiß, keiner so. Also Also aktuell das. weiß ich halt, auch aus Weimar bin ich ja mit Leuten beruflich in Kontakt, die halt irgendwie geflüchtet sind nach Weimar und die halt homosexuell sind und abgeschoben werden, weil es in ihrem Land halt irgendwie keinen Krieg gibt. Aber die aber wissen, wenn sie abgeschoben werden, dann werden sie da gesteinigt oder keine Ahnung. Da ist Homosexualität halt nichts Cooles so. Und da hat mir auch schon jemand gesagt, Homosexuell ist einfach cool, ist einfach hip heutzutage. in Afghanistan nicht zum Beispiel oder Ja. Marokko. Und wenn die mir dann sagen, ja, sie haben überlegt, sich umzubringen, bevor sie abgeschoben werden, dann merkst du halt schon, dass es Menschen halt echt beschissen geht und sie halt lieber hier sterben, als abgeschoben zu werden, Ja. um da dann irgendwie gesteinigt zu werden. Klar, das. Das ist dann schon eine queer News, wenn es dann darum geht. Wenn das so ist, dann ja, klar, Ja, absolut. Aber aber ich weiß es aktuell nicht. weiß man nicht. Ich weiß nicht, ob das halt einfach nicht ein bisschen kontraproduktiv ist. Wenn man das so, weißt du, wenn man das so trennt. So. So, guck mal. Da ist jetzt Oma Gerda irgendwie erschossen worden, aber es interessiert uns nicht, weil die war nicht Lesbe. So. Es war halt Und hier, oh, gucke wahrscheinlich, mal. ja, du musst schon unterscheiden zwischen Sachen, die halt wirklich täglich passieren, wie irgendwelche Oma Gerda, die erschossen wird. Raubmorde oder so in Beziehungen, Gewalttaten passieren leider halt jeden Tag so. Und es wird dann nicht mehr so hervorgehoben. Aber wenn es so ein Phänomen gibt, wie eine Transperson oder eine homosexuelle Person bringt sich lieber um, als abgeschoben zu werden, ist es ja schon nochmal ein Statement, was nicht alltäglich stattfindet und was halt irgendwie auch eine Aufmerksamkeit erzeugen soll für diese Thematik. Ja, das verstehe ich auch. Aber wie Ja. gesagt, ist das ja nicht bekannt, dass das wirklich so ist. Kann ja Weiß ich tausend nicht. Gründe haben. Aber es kann ja wichtig sein. Wer weiß. Ja. Ja, also du hast bestimmt Imps neues Video immer noch Ich nicht habe es gerade gesehen. gesehen. Ach, du hast es Jetzt gerade beim gesehen. Frühstück vorhin Das und. geht nämlich gedanklich in eine ähnliche Richtung. Also es ist jetzt nicht revolutionär Neues, was er da so sagt, aber ich finde es alles schon sehr schlüssig. Und würde halt Ja. einfach deine Meinung dazu gerne mal hören, weil dieses, also das Allerschlimmste, und das ist ja jetzt auch schon ein alter Hut, weil dieses Digital Blackfacing-Originalvideo, das kam ja irgendwie vor 4, 5 Jahren raus. Und da habe ich das schon gesehen und fand das dumm. Also,
Diese progressive Seite, ja, wo ich immer so spaßenshalber gesagt habe, hier deine Schauspielkollegen und so, ja. Also wenn man das auf diese Art auf die Spitze treibt, dann unterhöhlt man sich doch von selbst so, weißt du? Wenn man sagt, hier, wir wollen inklusiv sein und alle Menschen sind gleich und so, und dann treibt man das aber so weit, dass man sagt, okay, du darfst jetzt aber keine GIFs, keine Ja. Reaction-GIFs von schwarzen Menschen verwenden, weil du Digital nicht schwarz bist. Blackfacing. Das ist so dumm, Ich muss auch weil das sagen, genau das wieder macht, was man eigentlich abschaffen will. ja, ich muss auch sagen, ich fand Ims Video richtig gut so und habe auch fast alles unterschreiben können, was er so gesagt hat. Und ich muss ja auch noch an diesem kulturellen Aneignungsding so ein bisschen knabbern, weil ich mir nicht sicher bin, ob es cool ist, Menschen einzuordnen nach Hautfarbe, was für eine Frisur sie haben dürfen, weißt du? Das führt nämlich wieder zu einer Kategorisierung und du musst halt diesen Hautton haben, bis du Rastas tragen darfst und so, oder Dreadlocks, keine Ahnung, wie das, was da alles für Frisuren gibt. Und eben, wenn du ein Bild von einer schwarzen Person postest als Weißer, ist es doch kein Digital Blackfacing. Also klar, technisch gesehen verstehe ich dieses Argument ja, dass du irgendwie, weil ein Meme, was du postest, ja für dich in deine Meinung stehen soll, so ein Richtig, bisschen, aber du ne? postest das ja nicht, weil, guck mal, der ist schwarz, sondern der hat genau den Ausdruck, den ich gerade fühle. Und Genau. das ist ja Und das kann von halt. Hautfarbe unabhängig. Das kann halt Drake sein, wie halt irgendwie so hier Sachen abwehrt. Das kann aber auch Merkel sein, die irgendwie so ganz komisch grinst und so in die Kamera guckt, weißt du, und dann halt drüber schreibt, du Hurensohn oder sowas, weißt du? Das ist ja völlig egal. Und das finde ich wirklich sehr, sehr weit hergeholt. Ich kann dieses kulturelle Aneignungsding, kann ich nachvollziehen, so von der Theorie her und sage, okay, ich verstehe, wenn Menschen sich angegriffen fühlen, wenn Menschen, die weiß sind und so, diese Sachen sich aneignen, kommerziell zumindest, das kann ich nachvollziehen. Aber das, finde ich, ist ein Scherz. Ich fand, es hat sich angehört wie so ein April-Scherz oder so. Es darfst du keine Menschen mehr posten, die schwarz sind als weiße Person. Das finde ich wirklich, das verstehe ich nicht. Klar, ich bin auch weiß und cis, ja, von mir aus, aber das will mir nicht einleuchten. Also überhaupt nicht. Ich bin ja auch Fan von, weiß ich nicht, Michael Jackson, der ja auch mal schwarz war, oder ich bin Fan von. Weiß ich nicht, Michael Jordan, ich habe früher Michael Jordan T-Shirts als Kind getragen, weil ich Basketball-Fan war als kleines Kind, es war eine kurze Phase. Aber es ist doch kein Blackfacing, es ist irgendwie nur, ich bin ein Fan von Michael Jordan, weil er für mich ein Held war damals, ja. Und ich deswegen das tragen möchte. Und ich will, klar, wollte ich so sein wie er, irgendwie groß und stark und so und sportlich. Ich bin jetzt klein, weiß und unsportlich, ja, aber ich will mir ja nichts aneignen. Da hast du nicht genug geblackfaced, Tino, weißt du? Es ist halt mehr so ein. Guck mal, stell dir mal vor, Obama war noch Präsident, ja, und ein Kind sagt, ich will auch Präsident werden, was weiß ist. Aha, berufliches Blackfacing, ja? Willst du jetzt dem Schwarzen seinen Job wegnehmen? Weißt du, es ist ja auch sinnlos. Da wird nämlich die Hautfarbe erstmal hervorgehoben durch die Kritiker, weißt du? Das verstehe ich halt nicht. Weil ich sage, klar, ich verstehe auch in dem Video von Imp, wo dann dieses, der Wrestling-Fan mit diesen großen Augen da ist, ja, so und so, weil Undertaker verloren hat, so diese großen Augen hat. Es ist schon etwas, was man klischeehaft bei schwarzen Leuten immer unterstellt, dass sie jetzt so extrem, extrem Emotionen zeigen, ja. Das kann schon sein. Aber es ist ja nicht nur, es können ja auch weiße Personen, die können ja genauso solche Emotionen vertragen. Aber nur weil die Person halt gerade schwarz ist, sie das so gut ausdrückt, heißt es ja nicht, dass ich die Person abwerte und ihr das absprechen will. Oder was weiß ich, was sie mir da vorwerfen wollen. Ja, Also ich und bin gerade im Rage-Modus, ich verstehe es nicht. das ist nämlich auch genau mein Punkt, weil ich glaube, dass auch viele halt, und was auch wieder dumm ist, das ist in Amerika genauso, dieses fucking Identity Politics Scheiß, das ist so präsent, da Ja. ist es auch auf der rechten Seite so, dass die halt fast gar nichts anderes mehr haben. Es ist alles irgendwie nur dieses bla bla, ja, Culture War Ding, aber da geht es nicht um konkrete Sachen. Und also ich glaube halt, wenn das einfach nicht wäre, dass die grundsätzlichen Ideen, ja, viel besser ankommen würden. Weil wenn jemand sagt, hey, ich mache, dass es 90% der Bevölkerung finanziell besser geht, dann denken die anderen 10%, nee, dann denkt man halt nicht, oh, das ist aber doof. So, wenn das aber einhergeht mit, du darfst jetzt nicht mehr, yo, was geht, sagen, weil das sagen in den amerikanischen Filmen immer die Schwarzen oder was weiß ich, Ja, wenn es ja. also sowas Absurdes wird. Dann denkt man sich halt eher, was halt, wie gesagt, auch ein bisschen dumm ist, weil das eigentlich nicht so politisch sein sollte,
So. Und deswegen denke ich, das unterhöhlt sich selbst, diese Scheiße. Ja, das. Man könnte ja doch so gut irgendwie sagen, hier, wir sind alle cool, ja, wir sind alle cool miteinander, wir sind gleichberechtigt. Ist scheiße, was in der Vergangenheit mit euch passiert ist. Keiner wird in einem schwarzen verbietenden Angela Merkel Bild irgendwie, also gut, es wird ja auch uns nicht verboten, ein schwarzes Gift zu verwenden. Ja. Aber gibt halt Leute jetzt hier in diesem Fall halt auch Funk wieder mal, die das nicht so gut finden, wenn Leute das machen, weil man muss sich jeden Tag bewusst machen, ey, ich bin weiß. Und so ist meine Identität nicht. So. Mhm. Und das, so sollte es auch nicht sein. Ich gucke nicht morgens in ein Spiel und denke, oh, ich bin weiß. Also ich mache heute nur weiße Dinge. Ja. Und keine schwarzen Dinge. Da will ich Michael Jackson nochmal zitieren. It doesn't matter if you're black or white. Und er muss es ja gewusst haben. Ja. So. Also du bist Asiate, dann raus. Ja, das ist keine Frage. Aber er hat ja beide Seiten erlebt, ja, Michael Jackson, schwarz und weiß. Ja. Ja, also ich habe auch das Gespräch mit Freunden letztens gehabt zu diesem Thema auch Identitäten haben. So, auf der einen Seite war es vielen immer wichtig, dass Geschlechter und so und Orientierungen nicht mehr wichtig sein sollen, dass irgendwie das nur ein Merkmal von vielen ist. Auf der anderen Seite kristallisieren sie immer wieder neue Identitäten raus und fahren, die da schwenkt und sagt, ich bin stolz, das zu sein. Können sie ja tun. Ja, die haben sonst nichts mehr, Alter. Ja, die haben keine Religion, die müssen jetzt alle, oh, guck mal, ich bin jetzt das. Ich profiliere mich jetzt nur über das. Also sie können es ja machen, sich Fahnen ausdenken und die auch schwenken und stolz drauf sein, von mir aus. Aber man sollte Menschen irgendwie nicht absprechen, wenn sie das halt nicht wollen. Und wenn sie, für mich ist halt meine Sexualität irgendwie auch nur ein Partikel von vielen in meinem Körper. Ja, ich habe auch noch irgendwie meine Bildung, ich habe meine Kultur, meine Sprache und so weiter. Und ich brauche keine Fahne unbedingt zu schwenken. Hm. Regenbogenfahnen, das ist für mich so ein allgemeines Zeichen für Toleranz, Aufgeschlossenheit, Vielfalt, ja. So, das ist, wo ich meine Grenze ziehe und ich brauche keine weiteren Fahnen. Andere können es gerne so machen, wie sie wollen, aber ich weiß nicht, ob man Menschen wieder so eingrenzen muss. Ich brauche meine Alkoholfahne. Ja, das zum Beispiel. Wäre mir wichtig. Ja, genau. Punkt. Punkt. Also schaut euch gerne Ims neues Video an. Es heißt, glaube ich, Rassisten raus oder so. Ja. Imp ist der Beste, habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Sagt man sich im Volksmund. Und gelesen. Ja, nee, ich wollte nur irgendwie elegant überleiten, aber da Jules im Urlaub ist, mache ich das jetzt einfach nicht. Es gab nämlich zwei so geile Fernseh-Events bei den Amis mal wieder. Und ich bin ja hier unser Außenkorrespondent, was Amerika angeht quasi. Mhm. Und da bin ich immer hinterher. Auf der einen Seite gab es einen richtig guten Troll bei Newsmax. Der hat da angerufen und hat gesagt, ja, der Biden, ey, das ist ein ganz, ganz schlimmer Finger. Hat dafür natürlich erstmal Zustimmung bekommen. So ein Pimmel. Und hat dann aber unter diesem Deckmantel von Biden ist so blöde, wie kann der aus Afghanistan rausgehen, ohne gleich den nächsten Krieg irgendwie zu planen? Was haben wir Amerikaner, wenn wir nicht das haben, andere Nationen irgendwie... Er hat nicht unterdrücken, er hat es schon ein bisschen geschickter gemacht, als wirklich, wirklich Peak-Satire. Hm. Und der Typ hat es halt einfach nicht gecheckt. Hm. Und es war richtig gut so. Ja, wir haben ja sonst nichts. Wir haben schlechtes Gesundheitswesen und so. Und dann geht Biden einfach aus Afghanistan raus. Und das ist so hart, wie du einfach nur sagen musst, das ist wie als würdest du irgendwie zur AfD sagen oder zu einem AfD-Wähler, die Merkel, ne, die ist so schlimm. Und dann zählst du aber nur Dinge auf, die irgendwie die AfD Schlimmes gemacht hat. Ja, ja. Und er so, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Hm. Genau dieses Ding ist es. Und es ist so fucking gut gewesen. Es gab es auch mit AfD, glaube ich, dass sie mal irgendwelche Zitate gebracht haben und behauptet hätten, es wäre Hitler gesagt. Da meinten die AfD-Wähler, ja, das kann man doch nicht sagen. Ja. Das war eigentlich Höcke. Ah ja, okay. Ja. Und dann gab es noch exakt das gegenteilige Beispiel. Da hat auch bei Newsmax jemand ein Interview geführt mit einem Veteran, die ja ganz große Helden sind in Amerika. Und auf der Straße leben dürfen. Genau. Teil, ja. Und dann hat der Veteran plötzlich angefangen, hat gesagt, naja, aber man muss sagen, der Biden kann jetzt nicht so viel dafür. Der ist ja einfach nur rausgegangen. Die Sache geht ja, also das ist jemand, der vor Ort war so und sich halt auskennt. Der ist ja, also, ne, und Trump hat gesagt, er will raus, aber ist auch nicht raus. Und dann hat er auf einmal gesagt, I'm getting weak, I'm getting low on time, cut him off, cut him off. Und er rastet übelst aus. Und macht dann echt so eine Minute die Rate, du fängst jetzt ja nicht an, das Trump in die Schuhe zu schieben. Also es ist wirklich so hart, wie das so eine Hooligan-Mentalität ist, dass ja kein negatives Wort über mein eigenes Team. Ja, ja. Richtig finster. Und dann am Ende, you're not a hero. I mean, you are a hero. You are a veteran.
But, so, es war richtig, richtig gut, ey. Also beide sehr gute Events. Voll kritikfähig, ja. Ja. Ja, außerdem gab es noch zwei richtig gute Anonymous-Events diese Woche. Ja, mitbekommen. Der Avocado Adolf hat seine ganzen Channels verloren bei Telegram und so weiter. Denn ein ehemaliger Mitarbeiter von ihm, ich habe jetzt seinen Namen nicht aufgeschrieben, Kai irgendwas, der hat ihn jetzt quasi verraten, ist übergelaufen zu Anonymous und hat ihnen die Zugangsdaten angeblich gegeben zu seinen Channels. Und jetzt haben halt Anonymous die Kontrolle. Wer auch immer Anonymous ist in Deutschland, keine Ahnung. Und die haben jetzt gesagt, dass sie jetzt sämtliche Sachen leaken wollen von ihm und ihn jetzt richtig fertig machen wollen. Und es heißt auch, das letzte Chapter von Hildmann und machen ihn jetzt richtig tot. Also sozial gesehen. Ich habe das Transkript gelesen von dem Video, was wohl auf der Website von Hildmann zu sehen war. Und da habe ich schon... Also das fand ich schon echt fast ein bisschen mies. Also wenn der Hildmann nicht so viel Scheiße jetzt in den letzten Monaten gemacht hätte, hätte ich gesagt, holy shit, das ist schon irgendwie over the top. So, also eine Person halt so gezielt fertig zu machen. Aber ich verstehe es natürlich auch. Ja, also eben aufgrund seiner Aussagen muss man sagen, ist es ja alles passiert. Ich meine, er hat Todesstrafe gefordert für irgendwelche Leute, die er nicht leiden kann, hat aufgerufen zu Mord an anderen Leuten und so hat gehetzt. Hast du eine Ich habe gerade eine Lupe entdeckt. Eine Lupenmurmel. Das ist super geil. Ja. Und ich weiß nicht, er wird ja wegen Volksverhetzung gesucht und wegen anderen Geschichten halt immer geprahlt im Internet mit irgendwelchen Samurai-Outfits und so. Und er wird ja kämpfen für Deutschland und sterben dafür. Und Hitler war ein großer Held. Ja. Und wer so einen Scheiß von sich gibt und so weiter, da tut es mir weniger leid, wenn er so fertig gemacht wird. Okay, er hat jetzt kein Geld mehr, muss wieder um Geld betteln und also so weiter. Also ein paar Seiten hat er ja auch schon wieder zurück. Es gab nur, dieser Kai, wer auch immer, hatte administrative Rechte bei manchen Sachen. Bei einer Seite war er wirklich der Besitzer, soweit ich weiß. Und haben auch viele E-Mails jetzt geklaut und Korrespondenzen zwischen Hildmann und auch der Polizei. Ich weiß gar nicht welche, ich glaube Berlin war das, die wohl angeblich Hildmann gewarnt haben von einem Haftbefehl, damit er rechtzeitig fliehen kann. Das kann auch einen richtig krassen Super-GAU geben zur Polizei, dass Hildmann Verbindungen hat dahin. Guck mal, da haben wir vorhin so viel Laschet geredet und den CDU-Super-GAU haben wir gar nicht besprochen, den ich extra hier nochmal vor der Sendung rausrecherchiert habe. Super-GAU-Land? Genau, nee, was ist denn das CDU-Gate? Hast du es jetzt nun richtig mitbekommen? Ach so, nur dass Laschet wieder gelogen hat. Ja, dass er das öfter macht und dass es den Leuten auf den Sack geht. Da ging es ja auch um die Aussage aus dem zweiten Triell, was du nicht verfolgt hast. Dass es hieß, hey, Herr Scholz, Sie böser Mensch, bei Ihnen wird gerade Razzia gemacht. Und eigentlich hat aber eine Staatsanwaltschaft nur ein Statement rausgegeben, dass da quasi jetzt eine Untersuchung gemacht wird. Aber im Grunde ging es nur um zwei Leute. Ich krieg's nur so halb gerade hin, ne? Ich wirklich, also eine Minute bevor wir hier angefangen haben, habe ich nochmal kurz überflogen. Und auf jeden Fall ganz groß CDU-Gate gerade auf Twitter. Laschet lügt, weil der das weiß und der Typ von der Staatsanwaltschaft, der ist nämlich aktiver CDU, ich glaube Mitglied auch und Supporter auf jeden Fall. Quasi wurde das, da wurde quasi geltendes Recht missbraucht und falsch dargestellt, wie krass diese Razzia, ja, in Anführungsstrichen, da ist, um Scholz schlechter da, also gut, Scholz ist jetzt auch nicht der geilste Typ, aber dieser Move ist halt trotzdem hart. Schmutzig halt. Und quasi rausgekommen oder zum Thema geworden ist das durch irgendeine Journalistin, Frau Herrmann bei der Maischberger, so einer Talkshow, wo sie dann ganz klar gesagt hat, dass Laschet das wusste und das gezielt ausgenutzt hat. Laschet lügt. Laschet lügt und CDU-Gates sind auf jeden Fall gerade ganz groß auf Twitter. Es war wohl so, dass eine Razzia gar nicht nötig gewesen wäre, weil die vorherigen Schritte wohl nicht eingeleitet worden sind. Das heißt erstmal die Anfragen und dass sie halt von sich aus die Chance haben, wieder Infos rauszurücken und so weiter, ist nicht passiert. Damit halt in den Medien ganz groß sein kann, Razzia bei Dingsbums, um Scholz zu schaden. Das ist schon sehr armselig. Ja, und wenn man dann so ein juristisches Organ für Wahlkampf missbraucht, das ist ja dann echt schon Next-Level-Shit. Deswegen ist das schon eine große Sache. Du kannst vielleicht auch, wenn du Lust hast oder das gerade spontan hinkriegst, mal eine Prognose für die Wahlergebnisse machen. Das hast du nämlich noch nicht. Stimmt. Herr Rodes und ich haben das schon gemacht. Und da kannst du vielleicht irgendwie mal
Oder ich weiß nicht, ob du Notizen machen musst oder doch, ob du das einfach on the fly machst. Aber ich habe gesagt, die CDU kommt nicht unter 20%. Aber wenn sich das jetzt noch häuft, und es wird wirklich auch gerade, außer von der Bild natürlich, von den großen Medien gut angehypt, dann könnte das vielleicht doch passieren, dass die CDU unter 20% geht. Na, CDU würde ich jetzt mal schätzen auf so 19 bis 20. Also wird es schon so bewegen. Ich habe halt so gesagt, dass so aus dem Nichts kommen dann immer noch mal so ein paar Leichen und wählen CDU. Deswegen, ich habe da ein bisschen Bedenken. Ja. Aber ich würde mich natürlich freuen. Einstellig. Ja, minus eins oder so. Ja. Wäre schön. Die SPD wird sich so bewegen, ein bisschen mehr als die CDU. Ich glaube so 24. Es wird jetzt nicht aufgehen, ja? Ungefähr 100%, ja, bei mir auch nicht. Aber so ungefähr. Dann die Grünen. Ja, da gehe ich mal von, naja, gehe ich von 20 aus. Ich mache mal 22 für die Grünen. 22 ist echt viel. Ist hochgestochen, ich weiß, aber es, oder es ist vielleicht zu viel schon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mehr CDU. Möchte da nicht, nee, doch, du hast schon recht, es ist schon sehr hoch gegriffen, aber ich bin optimistisch, sag mal 22 die Grünen, aber es ist halt sehr optimistisch. Linke würde ich jetzt mal bei so 10% werden die rumdümpeln, denke ich mal. Und die AfD wird so 11% bekommen. Gut, CDU, CSU ist ja eins. Ach, die FDP gibt's noch. FDP und andere. Und sonstige. Ja, FDP sehe ich jetzt auch eher so bei 9%. Da haben wir da sonstiges, dann der Rest. Wenn ich nicht schon drüber bin. Also CDU, 20, CSU, ja. 30, 50. Und die Partei 100%. Die Partei, ja. Trotz allem, das ist meine Prognose. Fehlt da was? Irgendwie AfD hast du? Ja. Eine richtige Partei im Bundestag? Nee, oder? Ach, ich hab auch gerade die oberste Zeile komplett ignoriert. Ach so, ich, ja, genau. Ich bin dumm, ich habe CDU, weil das so komisch gekrickelt ist. Ja, also ich würde mal kurz vor der Wahl noch mal eine neue Prognose machen, aber ja, das ist meine aktuelle. Ich glaube, die Linke wird nicht 10% haben, die wird es richtig hart haben. Die wird es richtig hart treffen, weil ich glaube wirklich, dass viele linke Wähler jetzt zum Grün springen und die Linke, also hoffentlich nicht an der 5%-Hürde, das fände ich echt nicht gut. So. Ich kenne viele, die jetzt erst recht links wählen, weil sie halt rot-rot-grün wollen, Angst haben, dass die Grünen irgendwie eine Jamaika-Koalition eingehen oder mit SPD zusammengehen. Viele wollen ja, dass man links SPD und Grüne kriegt. Also Kevin Kühnert hat gesagt, er hätte am liebsten rot-grün. Der hat nämlich ein Reddit AMA, ein Ask Me Anything gemacht. Auf Reddit? Krass. Ja, und er hat gesagt, wenn es zur GroKo kommt, ja, und alle in der SPD wollen das nicht, alle in der SPD wollen die CDU in die Opposition schicken, hat er gesagt, und wenn es zur GroKo kommen sollte, ja, dann tritt er zurück als ja, Vize-Muschimann. Das wäre hart, also finde ich gut, aber die SPD ist halt so eine Partei, die immer sehr schön Wahlkampf macht, der viel verspricht, echt schöne Sachen, die kann man fast wählen. Ja, wofür stehen die eigentlich? Aber die halten nichts ein. Ja. Sozialdemokratie machen sie halt nicht wirklich. Sie sind auch nur Konzernwichser und SPD ist für mich nicht wählbar. Ich will die nicht vermissen im Bundestag so, weil es doch viele Bekloppte gibt, die die SPD wählen so. Und lieber die als CDU oder AfD. Das auf jeden Fall, aber richtig geil sind die auch nicht. Wer auch nicht richtig geil ist, ja, sind die Taliban. Und die haben jetzt aber wenigstens, was ich nicht gedacht hätte, ich hätte gedacht, dass sie jetzt Frauen alles absprechen wollen, aber die erlauben jetzt Frauen zu studieren, trotzdem, zwar getrennt von Männern, aber sie dürfen studieren, unverschleiert. Geil, unverschleiert. Nee, unverschleiert. Ach so, ja, gut. Hätte ich nicht gedacht, hätte gedacht, wenn die jetzt wieder an die Macht kommen, wird alles mit den Arsch eingerissen, was sie erreicht haben die letzten 20 also, Jahre. Also, warte mal ab, wenn die Taliban in Afghanistan, ja, das erste Land sind mit einem breit gefächerten, bedingungslosen Grundeinkommen. Ehe für alle. Bin also, ich weg hier. Das werden die Ersten sein. Ehe für alle, Grundeinkommen. Die Taliban machen Afghanistan aber normal. Make Afghanistan great again. Ja, wer weiß. Ja, sie erschießen jetzt ein paar Menschen da vor Ort, ja, aber wer weiß wofür. Ja, also jede Revolution fordert Opfer, ne? Klar. Also, kann man nicht anders lösen. Ja, also freut mich sehr für die Frauen. Die werden da bestimmt wichtige Dinge lernen. Es
war halt so eine große Meldung, weil es halt, weil viele halt dachten, dass es gar nicht, dass jetzt Frauen völlig wieder nach Hause geschickt werden und Haushalt machen müssen, aber sie dürfen studieren. Und es fanden viele erstmal beruhigend, dass wenigstens der Punkt nicht ganz am Arsch ist. Hm. Was auch nicht ganz am Arsch ist, ist das Kino. Denn ja, da gibt es jetzt einen großen Hoffnungsträger, der die Leute wieder zurücklocken soll in die Säle. Und Tino, du weißt natürlich, wovon ich spreche. Was ist denn der Film der Woche? Jackass. Jackass kommt erst im Oktober, aber da gehen wir schön alle rein auf jeden Fall. Matrix. Matrix kommt erst nächstes Jahr. Schuhe des Manitou 2, ich weiß es nicht. Es ist ein Film, der wirklich in einem Atemzug genannt wird mit sowas wie Der Herr der Ringe oder Game of Thrones als Harry Film. Potter? Nee. Star Wars? Nee. Dune. Was? Ich dachte es mir. Autotune? Nee, Dune. Da gab es ein Videospiel zu, aber ursprünglich gibt es da eine Romanreihe. Und das ist jetzt quasi angeblich, der ist aber nie gefunden worden. Nein, und da gibt's jetzt quasi einen ersten Teil. Und es gibt nur einen zweiten Teil, wenn der erfolgreich wird. Das ist ja voll die Erpressung, oder? Der wird wirklich durch alle Medien gerade durchgehypt, dieser Film. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich glaube, der ist auch erst gestern, 16. glaube ich, war erste Vorführung. Haben die echt gesagt, es gibt nur einen zweiten Teil, wenn der erste erfolgreich sein wird? Naja, so ein bisschen durch die Blume, glaube ich. Das ist halt nicht ganz klar. So, also wenn das jetzt ein finanzieller Flop wird, so funktioniert halt Hollywood. Ja, ja, das ist dann klar. Ist es vorbei. Aber ich glaube nicht, dass es ein Flop wird. Ja, also ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass ich den mir im Kino mal wieder angucke, weil ich war länger nicht im Kino und die machen ja eh wahrscheinlich demnächst wieder zu. Denn wie Herr Roth es auch richtig bemerkt hat, nach der Bundestagswahl gibt es einen richtig schönen Lockdown auf Lunge. Wer weiß. Also ich glaube, es kann ja sein, dass für Geimpfte und Genesene und Getestete es keinen Lockdown geben wird. Ja. Wurde uns so versprochen, habe ich mir auch aufgeschrieben, hier Lockdown für Ungeimpfte. Kann sein, weil die vierte Welle zwar anrollt, aber ich habe mir vierte Rolle aufgeschrieben. Witzig. Vierte Welle. Aber die Zahlen sind gerade leicht rückläufig, weil auch die Reiserückkehrer jetzt zurückgehen, so ein bisschen und so. Abwarten. Ja, also ich habe auch bis heute nicht wirklich einen Tag so richtig unter Lockdown gelitten. Also ich fand es eigentlich ganz angenehm. Gerade die Anfangszeit, März, April 2020, fand ich irgendwie sehr meditativ. Da war ich da auf dem Bauhaus, Museumsplatz am Rollen, fast keine Menschen unterwegs. Das war irgendwie richtig geil. Ich muss es auch so sagen, ich fand den Lockdown auch, also für mich persönlich nicht schlecht. Also ich bin gern zu Hause, gucke Filme, Serien. Und koche und ja, mach Sachen. Das war ja das Ding, also du konntest ja trotzdem einfach rausgehen, du warst ja nicht eingesperrt, außer natürlich, du warst in Quarantäne, aber... Ja, aber spazieren gehen, wandern gehen, mal irgendwie wegfahren, nicht weit, aber das kann man ja auch mal machen, so. Ich glaube, das war das introvertierten Paradise, da haben ja wir bestimmt die ein oder andere Person, die das in den Kommentaren bestätigen kann, das ist einfach... Aber auch so ein Suicide-Paradise, ne? Das darf man nicht vergessen, die gab okay, es auch. Gab's Menschen, auch. Die sich vereinsamt haben und dann Suizid begangen haben, gab es leider auch, muss man dazu sagen. Das ist ein Punkt, wo ich diesen querdenkenden Menschen recht gebe. Ja, klar, Lockdown ist eine Belastung psychisch für Menschen, die einsam sind, aber dafür kann der Merkel jetzt auch nichts dafür. Ja, also man muss ja auch ein bisschen abwägen, so, wir haben gerade eine Pandemie und da ist halt Lockdown irgendwie schon eine Möglichkeit, das einzudämmen. Aber, also, bringt euch mal nicht um. Ihr habt ja jetzt Dune auf, das könnt ihr euch freuen. Stell dir mal vor, wir hätten vor 10, 20 Jahren Lockdown gehabt. Was hättest du denn da gemacht? Das stimmt. Da gab es irgendwie YouTube gerade so, weißt du, und kein Netflix und Amazon Prime und WWE Network und so. Sagen wir in den 80ern, ja? Frühe 80er, wo noch Spielekonsolen nicht so groß waren. Da hätten die Leute sich mit sich und ihren Familien und sowas beschäftigen müssen. Im Mittelalter. Ekelhaft. Oder Steinzeit-Lockdown. Im Mittelalter wurde ja eh nur gebumst. Stimmt. Alle mit allen. Ja, neben den da, die Familie, die hat doch immer nur so einen Raum, da lagen die Kinder daneben. Stimmt. Ja. Aber ich weiß auch, dass es halt für Menschen, die, das muss ich ja nicht erst sagen, aber Menschen, die selbstständig sind, die irgendwelche Läden haben und so, für die ist es halt scheiße, weil die kein Geld verdienen, ihre Existenzgrundlage kaputt geht. Aber ich sage auch nur für mich als Mensch, der darauf nicht angewiesen ist, der eine Einstellung hat und einen Vertrag hat und so weiter, für mich ist ein Lockdown jetzt nicht schlimm. Würde mich jetzt nicht schocken. Es ist schade, weil man keine Freunde treffen kann und so, aber das halte ich persönlich aus.
Was wir nicht mehr lange aushalten, sind die krassen Veränderungen des Klimas. Und dafür gibt es einen großen Klimastreik, wie ich in Erfahrung gebracht habe, als investigativer Journalist, der ich nun einmal bin. Und zwar am 24. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, was auch gleichzeitig der Geburtstag von Marlene ist. Grüße gehen raus, Marlene ist toll. Voll geoutet. Und ja, es geht auf die Straße, bla bla. Ich weiß nicht, es wäre halt wirklich einen Tag lang einfach alle nicht zur Arbeit gehen. Das wäre so viel besser als irgendwie. Wir haben es doch bei Artikel 13. Ich will das jetzt nicht kleinreden, ja. Aber wir wissen doch alle, was zu Artikel 13 passiert ist. Ja. Es hat ein bisschen Awareness geschaffen, aber so richtig was bewirkt hat es leider nicht. Also entweder müssen wir die zehnfache Menge an Leuten auf die Straße bringen, als es damals der Fall war. Militanz. Oder wir müssen wirklich streiken. So. Hm. Ich meine, guck mal, was das hier alleine für ein Ding ist, wenn die Bahn mal streikt. Und wenn jetzt aber alles plötzlich streikt, quasi ein oder drei Tages Lockdown dadurch passiert, dass einfach keiner mehr arbeitet. Das. Aber das schaffst du, glaube ich, nicht. Das schaffst du halt auch nicht, weil das Thema noch nicht so Mainstream eben, ist, ja, dass die mitmachen. Aber ich sage nur, rein theoretisch würde das halt viel mehr bewirken als, ja, wir gehen auf die Straße und übrigens Klima, haha. Du brauchst halt viel mehr Konsens in der Bevölkerung. Es müssten 80% oder so, 60% ja, müssten sagen, okay, das ist mir wichtig genug, um meinen Job aufs Spiel zu setzen. Aber macht keiner. Ja, das ist hier die Sache. Wenn das alle machen, würdest du deinen Job wiederum nicht aufs Spiel setzen. Hm. So. Das ist halt immer dieses Bizarre, weißt du? Ich habe ja auch einen Job bei der AIDS-Hilfe, wo das quasi für mich eine Arbeitszeit wäre, auf solche Demos zu gehen, weil wir da auch für unseren Verein Werbung machen und so und für, also gegen Diskriminierung kämpfen. Ich könnte auch locker streiken so an so einem Tag, aber jetzt jemand, der im Krankenhaus arbeitet oder sonst wo oder kellnert, der oder die kann nicht mal eben sagen, irgendwie ich scheiß drauf und streike, weil dann ist die Person den Job los. Aber um diese Awareness zu schaffen, die es dafür bräuchte, dafür kann ja der 24. schon ein guter Weg sein. Ja. Genau. Und da gab es nämlich jetzt auch ein Video mit vielen Influencern, Schauspielern, Joko Winterscheidt und Luisa Neubauers und auch David Hein und Robert Hofmann waren mit von der Partie und haben den einen Satz gesagt. Ich nicht, aber Hein kenne ich, David Hein. Ja, die machen beide hier so mit Film. Wir drehen hier einen Film. Mm. Ja, und die waren da auch dabei. Und ja, kann man machen. Ist halt ein bisschen was Besseres als dieses hässliche Celebrity-Lockdown-Video, was da irgendwie vor ein paar Monaten war. Dieses Ach, den Schauspielern, ja. Genau. Ja. Ich habe noch eine Frage an das Witzpublikum hier, die gerne Witze mögen. Und zwar war ich zufällig auf einem Instagram-Profil von einem jungen Mädchen, die hatte... Zufällig die war hatte, ich da. Ja, die ist mir mit meinem Penis in der Hand. Die ist mir irgendwie gefolgt und hat mein Bild geliked. Hat aber in dem Profil stehen Tiggerwarnung und nicht Triggerwarnung, weißt du? Ah, das, ich weiß, was. Und das fand ich voll witzig und habe erstmal so einen Screenshot gemacht, das anonymisiert und ganz und in die Story ganz viele Tigger-Gifs gemacht von Winnie Pooh quasi, ja. Achtung, Tiggerwarnung. Und da kamen 3 oder 4 Nachrichten, die meinten, das wäre nicht witzig, weil ich diese Person ja irgendwie nicht ernst nehme. Aber ist es ein Witz, den man machen darf? Ja, oder sind die dumm? Also warum hat die Triggerwarnung dahin oder wollte Triggerwarnung dahin schreiben? Weil ihr Profil doch wahrscheinlich Dinge enthält, die Leute triggern können. Ja, die war irgendwie erst 16, 17 oder so und macht sowohl Sprüche über Depressionen und so weiter. Ja, aber du hast sie ja zensiert. Alles, das, ja. Die sollen ihren Maul halten. Ja, nur dieses Triggerwarnung halt beibehalten, ja. Dann halt Trigger hingesetzt aufs Profilbild und so. Und das fand ich halt übelst witzig. Ja. Weil, Trigger, T-I-G-G-E-R und so. Voll, ich fand's witzig, aber offenbar viele nicht. Da bin ich zu weit gegangen. Ja. Offenbar. Man sollte das leicht mit einem, wenn man den ersten Buchstaben durch ein N ersetzt, das könnte man immer. Nee, das. Oh. Bevor man das N-Wort sagt, ja, kann man ja immer eine solche Warnung aussprechen. Oh. Achtung, Leute, ich. Ich gebe zu, den Gedanken hatte ich auch erst, aber ja, das hat sich für mich gleich erledigt, so ein Joke. Ja, nee, also das wäre ja was anderes. Ah, ja. Nicht da einfach drüber malen, so. Das ist ja lame. Ich sage nur rein theoretisch. Leute. Ich sag's jetzt mal nicht, aber ich spreche diese Warnung aus. Ich werde jetzt das N-Wort sagen. Das, egal. Ja, also die sollen ihr Maul halten, deine Leute, die sich da beschwert haben. Das ist anonymisiert, das ist witzig. Und oh Gott, das ist so schlimm, etwas nicht ernst zu nehmen. Nee, ach, die Diskussion ist mir auch langsam zuwider. Also entweder machst du über alles Witze oder über gar nichts. Und Dion hatte die Idee, dass wir vielleicht
im Brennpunkt die Tiggerwarnung als eine Rubrik einführen. Aber die Frage ist, wofür? Also wenn wir Tigger mal jetzt von Winnie Pooh definieren, das war ja ein aufgedrehter Tiger, der mal alle umgerannt hat, weißt du? Ja. Und alles immer so witzig fand. So ein ADHS-Typ. Genau. War vielleicht die Aktion von Laschet, als er bei der Flutkatastrophe gelacht hat, eine Tiggerwarnung? Oder kann man vor diese Nachricht eine Tiggerwarnung stellen? Naja, oder wir sprechen eine Tiggerwarnung aus, weil wenn Themen kommen, die einen in Wallung bringen, also aufbringen, nicht unbedingt so, oh Gott, das will ich nicht sehen, ich werde gerade getriggert, sondern, getriggert. Alter, ich werde dir, wenn ich das höre, ich werde dir ganz, weißt du? Ah, okay. So dieses. Ja, aber eigentlich eher euphorisch, ne? Eine Tiggerwarnung. Ja, okay, dann. Wenn man einmal ausrastet vor Glück so. Spinnen wir es positiv, finde ich auch gut. Okay. Wenn wir Uplifting News machen. Leute, Tiggerwarnung, jetzt kommt was Positives. Doch. Das Comeback von ABBA zum Beispiel oder Hasselhoff, ja? Das ja. waren für mich große Tiggerwarnungen. Das stimmt. Okay, es ist jetzt eingeführt, ja? Ist jetzt offiziell eingeführt. Nice. Geil. Jetzt müsste ich eigentlich mal die Uhrzeit gegenchecken, ob wir komplett schon vergessen. Drüber sind. Ja, ich gucke das einfach mal am Programm. Währenddessen kannst du noch sagen, was cool ist an Dune. Dune ist ein Film, ja. Also erstmal eine Spielreihe und eine Romanreihe, die sehr vielen Menschen Mut gemacht hat. Also Menschen, die depressive Phasen hatten, beschrieben, dass sie durch Dune wieder abgeliftet worden sind. Da geht es nämlich um einen Werkstattleiter, der Autos dunt. Nee, das ist so ein Ostfriese, der auf so einer Düne gegen den Wind pisst. Ach so. Nee, es soll schon... Der heißt Dion es und ist Dune. Genau. Es soll schon ein sehr großes Epos sein. Da geht es auch schon so ein bisschen um Weltraum, aber hauptsächlich um diesen einen Planeten, der halt so ein Wüstenplanet ist. Und so ein bisschen... Ich habe es halt noch nicht gesehen. Ich kenne mich damit auch überhaupt nicht aus, aber ich bin geneigt, mir das anzuschauen. Es ist wohl so eine Mischung aus ein bisschen Star Wars, ein bisschen Mad Max und so ein bisschen Herr der Ringe, so ein Gefolge, was da loszieht und so. Mal gucken. Kann vielleicht demnächst mehr darüber sprechen. Was habe ich vielleicht noch gesehen, wenn wir einmal dabei sind? Ich habe The Woman in the Window gesehen. Geht so. Richtig gute Schauspieler, die alle irgendwie komplett verschwendet wurden. 90% des Films haben irgendwie so ein typisches, ja, irgendwie ganz entspannt, so Thriller-mäßig, so. Und dann die letzten 10% sind dann auf einmal so ein richtig abgedrehter 90s-Slasher, so ein Scream oder so. Das ist ganz komisch, wie auf einmal das so geschiftet ist. Also ein Plot-Twist quasi. Nicht wirklich ein Plot, also es gibt einen Plot-Twist, aber ich meine, dass also der ganze Ton des Films verschiebt sich komplett. Ah, okay. Als würdest du Herr der Ringe gucken, so ein Epos, und auf einmal wird es am Ende halt so ein fucking Comedy à la Date-Movie oder so. Witzig, ja. Ganz, ganz, ganz eigenartig. Ich kann empfehlen Palm Springs mit Andy Samberg in der Hauptrolle. Hab ich auch gesehen, ja. Der ist richtig toll. Da geht es halt um so eine Zeitschleife, in der er gefangen ist auf einer Hochzeit, so, wo er zu Gast ist, und das finde ich richtig gut. Und noch die Schauspielerin. Ich habe den Namen gerade vergessen. Die Mutter von How I Met Your Mother, genau. Spoilerwarnung. Und Haus des Geldes bin ich gerade voll drin. Und wir haben jetzt alle Folgen gesehen, die es bisher gibt. Und es ist eine Serie, die sehr gehypt wurde und ich deswegen nicht geschaut habe. Wir haben sie dann trotzdem angefangen, jetzt im April oder März oder so. Und ich liebe sie einfach, die Serie. Sie ist wirklich mit Recht gehypt. Game of Thrones fand ich immer schon scheiße. Hab's probiert und da war echt der Hype ungerechtfertigt. Oder bei Twilight genauso. Aber Haus des Geldes, da ist der Hype voll gerechtfertigt und es ist eine Achterbahn der Gefühle. Also ich kann mich damit nicht identifizieren, weil meine Wohnung ist definitiv kein Haus des Geldes. Meins auch nicht. Aber ja, Casa de Papel. Habe ich mir noch nicht angeschaut, vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber meine Liste ist lang. Es ist eben sehr klug gemacht, weil die halt sehr kluge Schachzüge haben, diese Gangster, die da einbrechen, diese Bank. Und der Polizei immer so 3 Schritte voraus sind. Und es ist spannend zu sehen, wie sie die Bullen immer auflaufen lassen, aber doch auch mal an ihre Grenzen stoßen und dann doch mal Sachen schief gehen. Und es ist furchtbar spannend, wie sie da mal wieder rauskommen und so. Mhm. Oder auch nicht. Aber das ist ja nicht die deutsche Serie, die so gehypt wurde, sondern die spanische, richtig? Genau. So, und die guckst du dann wahrscheinlich auf Deutsch, weil die englische Synchro auch einfach scheiße ist. Ja, also englische Synchro sind immer scheiße. Ich hab's mal probiert mit einer anderen spanischen Serie. Da ging es um irgendeinen Engel, der frisch gebacken ist und jetzt irgendwie Schutzengel spielen muss. Frisch gebacken. Ja, der war echt frisch gebacken, also frisch hergestellte Engel. Der erste nach 1000 Jahren, der wieder neu dazu kam, Engel, also Schutzengel quasi. Aha.
Da geht es darum, dass alle Menschen einen Schutzengel haben, so. Und der wird halt neu gemacht, weil einer gefehlt hat, so. Und dann findet er quasi raus, wer Gott ist, so, weil er so ein bisschen rebelliert. Mhm. Und die war auch auf Spanisch, glaube ich, und die habe ich mir auf Englisch angesehen, die war furchtbar scheiße synchronisiert. Da habe ich mir auf Spanisch angesehen mit Untertiteln. Und deswegen schaue ich mir das schon auf Deutsch an, solche Serien. Alright. Wir sind durch. Wir sind durch. Ich kann zum Schluss vielleicht noch, fuck, das habe ich vergessen, The Suicide Squad habe ich auch geschaut. Also nicht Suicide Squad. Mit John Cena. Genau, nice. Sondern The Suicide Squad. Und ich fand den gut, aber irgendwie, der ist ja vom gleichen Typen, der auch zum Beispiel Guardians of the Galaxy gemacht hat. Und es fühlt sich schon sehr an, als will es das Gleiche machen. Und das ist ja auch eine Sache, die er gut kann, so. James Gunn, das ist so sein Ding. Da sind gute Szenen drin, da ist solider Humor, aber es ist irgendwie, die ganze Zeit hat sich das für mich angefühlt, wie wir versuchen, Guardians zu erreichen, aber es funktioniert nicht so ganz irgendwie. Mhm. Es ist halt überblutig, das wird viele freuen, aber egal. Ist ja nicht hier der Film-Podcast. Warst du im Kino, oder? Nee, war ich nicht. Okay. Was sagst du? Keine Nachfragen. Hey, das ist alles cool. Okay. Okay, ja, ich fand Suicide Squad 1 schon nicht so toll. Aber ja, der ist halt auch richtig scheiße. Ja. Also im Vergleich dazu ist es ein Meisterwerk, definitiv. Okay, bin gespannt. Also absolut. Ja, was gehen wir der Woche? Nicht viel. 2 Laschets von 5 Scholz. Ja, wahrscheinlich. Hildmann fand ich schon ziemlich geil, dass er jetzt richtig so geleakt, also noch nicht geleakt worden ist, aber geleakt wird und seine Sachen da übernommen worden sind. Finde ich schon ganz cool. Ja, es war ja nicht mal 9-11 diese Woche, das war ja auch letzte Woche. Stimmt, da war ich ja nicht da. Nee, doch, das war ja die Woche mit, stimmt. 20 Jahre sind es jetzt, ne? Ja. 20 Jahre? Krass. Ich komme nicht hinterher mit Zählen, weißt du? 9-11, toll, langweilig, lass euch was Neues einfallen. Geb mal eine 4, aber auch nur wegen Hildmann. Ich würde vielleicht sogar auf die 3 runtergehen. Okay. Es tut mir leid, aber CDU-Gate, mal gucken, ob da noch was draus kommt. Ich habe hier noch eine kleine Sache nicht erwähnt. Jordan Cheyenne ist irgendeine hässliche Influencerin aus Amerika. Die hat aus Versehen selber ein Video hochgeladen. Ein Uncut-Video, wie sie ihr weinendes Kind dazu nötigt, für die Kamera noch mehr zu weinen. Dude, for the camera, put your hand like this. Put it and here, show them your mouth. Und so, ist ganz unangenehm. Sheesh. Und ist halt geil, dass sie das selber geleakt hat. Dumm. Aber ja, das interessiert in Deutschland halt keinen. Es gab auch noch eine ganz kurze Meldung von irgendeiner Nazi-Partei, ich glaube Dritter Weg oder so, die haben aufgehangen, hängt die Grünen. Ja. Was jetzt quasi eine Strafanzeige auch gibt dagegen. Und da gab es viele Stimmen, die meinten, ja, aber die Partei darf ja auch hängen. Hier könnte der Nazi hängen und Nazis töten. Aber das sind ja andere Sachen, das sind ja andere, das waren ja keine Aufrufe. Das trifft ja Nazis, das ist okay. Nee, das stimmt nicht, weil Nazis töten ist ja ein Fakt, dass Nazis getötet haben. Ja, ich verstehe. Und die könnte der Nazi hängen. Aber darauf wird sich ja berufen. Ja, aber hängt die Grünen ist ja schon, mit Ausrufezeichen, glaube ich, ist es gewesen, ja, ist aber ein Aufruf. Darunter steht ja genau wie bei der Partei auch was, nämlich... Nee, boah, es hängt nichts drunter, steht nichts drunter. Nein, ich meine, da steht drunter, hey... Doch bei euch steht auch was. Auf diesem Plakat steht irgendwie, dieser Fakt wurde euch präsentiert von oder irgendwie sowas in die Richtung. Ganz klein. Gibt es als Nachtrag, aber haben nicht alle Plakate von denen. Okay. Da steht halt drunter, dass man diese grünen Dritte Weg-Plakate quasi überall aufhängen soll. So ein bisschen durch das die Blume. Das nimmt dir noch keiner ab. Natürlich ist es. Also ist klar, dass es ganz bewusst ist, aber es ist ein bisschen, man sollte nicht die Fakten verdrehen, dass das. Eindeutig, oder also klar heißt es das, weil haha, wir sind so clever, aber es ist schon, da ist ein doppelter Boden, den man auch verstehen kann, wenn man sich nicht dumm stellt. Aber ich finde, es ist dumm umgesetzt, da finde ich die von der Partei wesentlich klüger. Ja, das als hängt die Grünen. Mag sein. Ich möchte nur nicht, dass das hier, ja, ich bin garantiert kein Dritter Welt. Abwarten. Ich hasse die Dritte Welt, die wähle ich nicht. Dritter Weg meine ich. Drittes Reich. Drittes Reich, Viertes Reich, ist alles dasselbe. Wähle ich garantiert nicht, aber man sollte da schon bei den Fakten bleiben. Ich kenne nur diesen Ausruf, hängt die Grünen, und habe ich diesen kleinen Spruch darunter nicht gesehen. Ja, das steht drunter, sorgt dafür über, was weiß ich, was drunter steht, über Plakate aufhängen. Auch nur so indirekt, aber... Aber es ist auch nicht meine Meinung, es war ja auch nur der Fakt, dass es Strafanzeigen gab gegen diese, und es ist auch als Aufforderung verstanden worden ist. Ja, klar. Und ich sehe es ähnlich. Und selbst, ich sehe es ähnlich, dass man die Grünen hängen sollte. Selbst mit dem Text drunter finde ich das nicht so klug. Und nimmt den keiner ab.
Na gut. Sie hätten drunter schreiben können, zum Beispiel hängt sie grün und dann drunter würden wir nicht sagen. Nun. Das wäre gut gewesen. Aber so, wir wollen, dass noch mehr Grünplakate hängen. Naja. Geht so. Bisschen traurig. Auf was für eine Scheiße wurde ich denn jetzt wieder verlinkt auf Instagram? Geil. Evelyn32. Dumm. Ja, mach mal. Ja, in diesem Sinne. Ach, das ist hier wieder Spam. Cool. Ja, kenn ich auch. In diesem Sinne höre ich da gerade Musik im Hintergrund. Das ist ja toll. Oh, meine Ohren. Das war's mit Folge 131. Yes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns, hören uns, sprechen uns, riechen uns. Spätestens nächste Woche. Ich hoffe, jetzt morgen am Samstag, da gibt es noch was ganz Extravagantes. Los, CSD, warte mal.